Grüßt euch Leute, ich bin mal wieder da. Wie ihr wisst, ich hatte ja Ewigkeiten die Polar Vintage M gehabt. Ist auf alle Fälle eine coole Uhr und ich hatte mir trotzdem die V jetzt geholt, weil ich den orthostatischen Test haben wollte für die Herz-Kreislauf-Regeneration und die Strava Live-Segmente. Nachhinein muss ich sagen, für das die Uhr ist doppelt gekostet, ist es eigentlich überhaupt nicht wert. Weil ich finde, die hat mehr Nachteile, abgesehen von dem österreichischen Test, als wie Vorteile. Zum einen, wer einmal die Vintage gewohnt ist mit den Wechselarmbändern, wird das nicht mehr so cool finden, weil erstens, wenn man eine Farbe kauft, muss ich dafür dann anschließen. Mit Farbe wechseln ist da nicht viel. Für das die Uhr fast das Doppelte kostet, also ich rede jetzt von den Preisen, wie es aktuell sind, ist der Mehrwert, was die bietet, eigentlich verschwindend gering. Ist ein bisschen scheiße, aber ist halt so, ne? Und habe ich hier noch, das ist die Uhr von meiner Freundin. Die hat eine Ignite, wie die heißt, irgendwie so. Mal im Vergleich, das Display von der Vintage V und von der 150 Euro Uhr, Polar, gleicher Hersteller, ist einfach mal deutlich farbenfroher. Jedes Mal, wenn ich dort drauf schaue, denke ich mir so, sieht schön aus. Dann schaue ich auf, ist Top-Modell von Polar. Und da sieht man so ein ausgeblichenes LCD-Display. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ist halt so. Was ich auf alle Fälle empfehlen würde, eigentlich immer, das gibt es im Set mit dem H10 Brustgurt noch dazu. Weil ohne den geht der orthostatische Test nicht. Und ja, der Rest ist dann so selbsterklärend. Ne? Wie gesagt, ich mache nochmal ein Testvideo zu der Uhr und kleine Dinge sind besser. Akkulaufzeit kann schon mal spoilern. Die ist deutlich besser nochmal zur Vintage M. Nur, ja, kleine Dinge wie die Druckpunkte, größere Tasten, das ist nochmal besser, aber das rechtfertigt trotzdem keinen Aufpreis von gut 200 Euro. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Alles, was so Thema Einrichtung ist von der Uhr, ist 1:1 gleich wie bei der Vintage M. Und von daher, ja, schaue ich mal, was rauskommt. Ich habe sie jetzt circa 2 Wochen im Dauereinsatz. Nach wie vor, egal, auch wenn ich jetzt laufen gehe, hauptsächlich fahre ich nur Fahrrad, dann nehme ich trotzdem den Pulsgurt. Weil ich fand zum Teil, dass der Herzfrequenzmesser, also es müsste der gleiche sein, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, trotzdem nochmal einen ganz kleinen Tick besser funktioniert, weil ich die Uhr trotzdem relativ locker am Gelenk trage. Weil mich nervt das persönlich, wenn ich die super straff am Arm dran habe und ja, ich dann so mega Abdrücke habe. Ich habe jetzt schon so ein weißes Handgelenk. Und es war bei der Vintage M halt deutlich schöner, man konnte einfach einen Sportloop, also ein anderes Band holen. Und ich finde Sportloop-Armbänder sind die schönsten, weil die kann man einfach stufenlos einstellen. Und hier ist man halt immer ein bisschen, naja, gebunden. Das Band ist zwar super flexibel, aber keine Ahnung, ich trage meine Uhr 24/7 und das schnürt dann einfach 1 Meter Zeit. Von daher, ja, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, bis demnächst.